Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal ein Video, das erste Mal Premiere ohne Fahrrad und zudem Premiere mit einer Drohne. Ich habe mir eine DJI Mini 2 gekauft und will die jetzt das erste Mal fliegen lassen. Bin dazu nicht gerade auf ein Feld gegangen, wie man sieht, sondern zu einer Burg gefahren. Etwas windig, 1 Grad plus, Samstagmorgen. Und ja, wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Habe bei der Drohne bis jetzt nur die Software installiert und kalibriert und werde sie jetzt mal fliegen lassen. Also, schauen wir mal, wie es klappt. Die haben wir gewählt. Ja, habe ich doch gewählt. Und wie das immer so am Anfang ist, man probiert es einfach schon mal aus. Mutig wie ich bin, starte ich die Drohne, ohne dass es doch verbunden war. Aber sie bleibt ja Gott sei Dank konstant in der Luft. Ist halt der erste Versuch. Steuerung nicht mit. Wieso? Du bist doch verbunden. Jetzt macht die Steuerung noch nicht ganz so, wie sie soll. Einmal gelandet, um das Ganze ordnungsgemäß miteinander zu verbinden. Hier will irgendwas nicht. Fluggerät verbinden. Starterlaubnis. So. Die Kamera läuft. Jetzt sollte man eigentlich auch was drauf sehen, ne? Noch weiter runter. Okay. Dann setzen wir sie noch mal hier ab. Take off. Alles klar. Ich habe die Drohne dann einmal aufsteigen lassen und meine ersten Aufnahmen gemacht. Und es sieht ja wohl wirklich klasse aus von oben. Und wenn dann so wie jetzt gerade zwischendurch die Sonne auch mal rauskommt, dann wird man dafür auch noch belohnt. Die ersten Flugmanöver sehen zwar noch ein bisschen unbeholfen aus, aber ich denke, das ist wohl normal. Und natürlich immer in Sichtweite bleiben. Und da die Drohne nicht sehr groß ist, sollte man gerade auch am Anfang vielleicht nicht allzu weit wegfliegen. In dem Menü sind bestimmte Flugmanöver schon vorgespeichert, die man abrufen kann. Und ich habe das erste gleich mal getestet. So. Habe dann das Programm Rocket ausprobiert. Da steigt die Drohne dann gerade nach oben.
Habe dann noch ein wenig mit der Drohne geübt. Aber die Manöver sehen am Anfang sehr wahrscheinlich normal noch etwas unbeholfen aus und noch nicht so flüssig. Aber ich hoffe, wenn ich das ein paar Mal mache, dass das dann besser wird. Und so bringe ich mich dann auch nochmal selber ins Bild. Okay, da sind wir am Ende von dem Video angekommen. Das war heute das erste Mal, dass ich die Drohne habe fliegen lassen. Hat viel Spaß gemacht, ist erstmal ungewohnt, aber klasse Sache. Freue mich, die auch woanders mit hinzunehmen und auch wenn ich mal mit dem Bike unterwegs bin. Ja, hat euch das Ganze gefallen? Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das soweit findet, auch wenn ich das mal beim Biken mitnehme. Und seid ihr neu bei mir auf dem Kanal, könnt ihr den gerne kostenfrei abonnieren. Einfach unten auf das Zeichen gehen. Jetzt läuft die Nase, natürlich. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.